Frau Schum, Sie kommen vom Fraunhofer IGCV heute zum Technologietransferkongress. Welches Thema haben Sie im Gepäck? Ich bin hier mit dem Recycling von Faserbuntwerkstoffen am Beispiel der Nassfließtechnologie. Weil wir im letzten Jahr bei uns eine Nassfließanlage aufgebaut haben am Institut und deswegen wollte ich die Technologie grundlegend mal erklären und an die Leute bringen. Genau. Können Sie das in 2, 3 Sätzen uns erklären? Die Nassfließherstellung ähnelt grundsätzlich der Papierherstellung. Also das heißt, es geht um das Auflösen von Fasern in Wasser. Mhm. Wenn diese Suspension dann im Anschluss entwässert wird, dann habe ich einfach eine wirre Anordnung von Fasern. Und dadurch bekomme ich eine textile Fläche, die ich in verschiedensten Anwendungen dann verwenden kann. Mhm. Genau. Schön. Und wie ist es dazu gekommen, dass Sie heute hier beim Technologietransferkongress dabei sind? Ich bin als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fraunhofer IGCV beschäftigt, seit letztem Jahr. Mhm. Und da wir eben hier nebenan 10-minütig zu Fuß nur haben, habe ich es eben von den Kolleginnen mitbekommen, dass dieser Kongress stattfindet. Ja. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir sehr gerne auch das Faserverbund Recycling hier vertreten wollen. Perfekt, genau. Vielen Dank. Danke auch.